Ich sollte nicht so auf mich stehen bleiben. Diese Dinger sehen aus wie die Husks, die die Geth auf Eden Prime eingesetzt haben. Die Geth haben diese Technologie von der Sovereign. Der Unbekannte hatte recht. Kollektoren arbeiten mit Reapern zusammen. Klar haben wir dran. Das könnte nützlich sein. Für das Hauptgewebe. Das gibt uns einen Gesundheitsbonus. Sieht aus wie eine Wohnung von denen. So viel Geld, dafür musste ich nicht mal hacken. Naja. Oh, den rennt man einfach in den Weg. Husks haben menschliche Merkmale, vielleicht umgestaltete Kolonisten? Nein. Auf Eden Prime wurden riesige Pfähle benutzt, um Leute zu Husks zu machen. Drachenzähne? Das gibt's hier nicht. Das sind nicht die Kolonisten. Die Kollektoren haben sie aus einem anderen Grund verschleppt. Lebend. Das sind nicht die gleichen Kreaturen, gegen die ich auf Eden Prime gekämpft habe. Sie sind fortschrittlicher, weiterentwickelt. Zombies. Sterben aber immer noch, wenn man sie erschießt. Da hat er auch wieder recht. Die Kolonie wird gerade angegriffen, schon vergessen. Los, Bewegung. Jawohl, Sir. Böse. Genau wie in Freedom's Progress. Die gesamte Kolonie. Einfach weg. Kein Zeichen von Widerstand. Muss ziemlich schnell passiert sein. Ja, aber einmal. Dafür habe ich jetzt die Aufmerksamkeit von allen. Der nächste. Da funktioniert der Schuss ging vorbei. Jetzt muss ich langsam meine Munition einteilen. Gute Reise! Ich will ein bisschen Munition sammeln. Da drüben habe ich das Ding gesehen. Oder das ist die Straße. Hier müssen wir nachher auch noch hin. Geht doch. Da kann ich nicht mehr drüber klettern. Mal schauen, hier liegt bestimmt noch Munition rum. Weil mit den zwei Schuss kommen wir nicht mehr wirklich weit. Da habe ich die Kleinen gehört. Das ist ein Mensch. Wetten, der wird irgendwo gleich herkommen und mich überraschen wollen. Der Schuss. Wieder ein bisschen Geld. Naja. Wir weiter. Die Munition aber noch mitnehmen. Munition ist immer wichtig, immer gut. Aber da draußen müssen wir aufpassen. Genau wegen denen. Die Schwerkraft ist ganz schön fies, was? Das Opfer ist offenbar bei Bewusstsein und trägt alles mit in der Stadt. Sie sind schon ziemlich lang in diesem Zustand. Er muss vom Schiff aus aufrechterhalten werden. Ich kann mich nicht mehr umbringen. Schlagen auch nicht. Schade. Wieder mal ein bisschen Geld hacken. Brauchen sie jetzt nicht mehr.
Kommt schon. Die verarschen mich. Ja, das seht ihr, wenn die Zeit abgelaufen ist. Zähle vom Geld runter. Ich werde schauen, dass wir uns als nächstes dann auch noch die Hackzeitverlängerung holen. Da haben wir dann... Ja, das ist der Partikelstrahler. Und den haben wir auch gleich drin. Ich werde schon, ja, dass wir dann eben länger Zeit haben. Ich übernehme die direkte Kontrolle. Sie können sich nicht widersetzen. Den krieg ich auch klar. Aber ihr habt gesehen, ich kann sich wegteleportieren. Oh Mann, nee. Auf allen Seiten. Sie werden Schmerz kennen. Ja, wo bist du gekommen? Ich weiß, dass ihr das spielt. Komm, 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 wir sind die Vorboten ihres Aufstiegs. Ja, passt schon. Kugel kriegst trotzdem. Pistole ist sich jetzt trotzdem. Erstmal ein bisschen durchsuchen. 15 Munition, die ich deswegen schon voll hatte. Aber allzu viel Munition kann ich sowieso nicht mehr aufnehmen. Naja, hacken wir uns durch die Tür. Einfach. Ich möchte trotzdem das Platin noch haben. Er lag gerade was. Ja, das möchte ich haben. Gesellschaft, kommen Sie da raus! Sofort! Sie sind ein Mensch! Was machen Sie hier draußen? Ich bin ein Mensch. Sie führen Sie doch direkt hierher. Ton. Kostüm. Sie haben sicher gehört, wie Sie versucht haben, sich Zutritt zu verschaffen. Es ist schwer, sich vor den Kollektoren zu verstecken. Das waren Kollektoren? Soll das heißen, die gibt's wirklich? Ja, die gibt's wirklich. Ich dachte, die wäre nur eine Erfindung. Wir wissen schon, Propaganda. Damit wir im Gebiet der Allianz bleiben. Nein. Sie haben Lilith. Ich habe gesehen, wie sie umfiel. Und Stan auch. Verdammt, sie haben fast alle erwischt. Wie heißen Sie? Und was ist Ihre Aufgabe hier? Mein Name ist Elan, Mechaniker. Ich wollte hier unten nach dem Hauptraster sehen, nachdem wir unsere Kommsignale verloren hatten. Plötzlich hörte ich Schreie. Ich habe außen nachgesehen und da waren ganze Schwärme von Käfern. Jeder, den sie berührten, ist einfach eingefroren. Dann habe ich die Türen versiegelt. Verdammt. Die Allianz ist schuld.
Sie hat diesen Chief Williams hier stationiert und die Verteidigungstürme errichtet. Nur dadurch wurden wir überhaupt zum Ziel. Das ist eine Lüge. Erzählen Sie mir mehr über die Vertreterin der Allianz. Chief Williams? Soll ja angeblich eine Art Heldin oder sowas gewesen sein. Hat mich aber nicht beeindruckt. Wäre besser daheim im Radsektor geblieben. Irgendeine Idee, was sie auf Horizon gemacht hat? Sie sollte uns dabei helfen, die Verteidigungstürme in Betrieb zu nehmen. Ich hatte aber den Eindruck, dass sie wegen was anderem hier war. Vielleicht hat sie uns ausspioniert. Vielleicht auch nicht. Erzählen Sie mir von den Verteidigungstürmen der Kolonie. Ein Geschenk der Allianz. Leistungsstarke Guardian-Laser. Sollen feindliche Schiffe davon abhalten, in der Nähe der Kolonie zu landen. Wir mussten extra einen großen unterirdischen Generator bauen, damit die Dinger genug Saft haben. Das Problem war nur, dass wir die Zielsysteme nie online gekriegt haben. Also gab uns die Allianz ein riesiges Geschütz. Aber das konnte nicht mal gerade ausschießen. Diese dämlichen Idioten. Vielleicht einfach nur falsch eingestellt. Warum glauben Sie, dass das alles die Schuld der Allianz ist? Weil ich sie nicht mag. Wir sind nur eine kleine Kolonie. Niemand hat uns gestört, bis wir diese verdammten Verteidigungstürme aufgestellt und damit die Aufmerksamkeit auf uns gelenkt haben. Ich habe den Ratssektor verlassen, um meine Ruhe vor der Allianz zu haben. Wenn du mit denen zu tun hast, kommt dabei nie was Gutes raus. Die Kollektoren überfallen abgelegene Kolonien. Die Allianz wollte helfen. Ich brauche ihre Hilfe nicht. Sie hat zu viele Hintergedanken. Die Vertreterin hat gesagt, sie soll nur die Türme online bringen. Aber ich sage Ihnen, es versteckt mehr dahinter. Der Allianz sind die Terminus-Kolonien völlig gleichgültig. Völlig richtig. Das habe ich auch immer allen gesagt. Die Allianz hat hier keinen hergeschickt, um uns zu helfen. Sie war hinter irgendwas anderem her. Wie immer. Wenn Sie Verteidigungsanlagen haben, können wir gegen das Kollektorschiff vorgehen. Dazu müssten Sie zuerst das Zielsystem kalibrieren. Das hat nie richtig funktioniert. Solche kriegen wir schon im Griff. Sagen Sie uns nur, wo wir hin müssen. Zum Haupttransmitter auf der anderen Seite der Kolonie. Ist kaum zu verfehlen. Die Zielsteuerung ist unten. Sie kennen die Kolonie und die Ausstattung. Sie kommen besser mit uns. Kommt überhaupt nicht in Frage. Seien wir böse. Sie lassen einfach zu, dass die Kollektoren ihre Freunde verschleppen? Ich bin Mechaniker. Was hätte ich denn tun sollen? Mit dem Schraubenschlüssel auf sie losgehen? Klar. Ich lasse sie raus und verschließe dann die Tür wieder hinter ihnen. Ich will kein Risiko eingehen. Viel Glück. Wir werden es bestimmt brauchen. Ach was. Ich habe so viel Skill, ich komme mit denen alleine klar. Ja. Waffen spülen. Ja, lass mich den einfach mal drin. Gibt's sonst was? Nein.